Kapitel 19 Als Jesus diese Rede beendet hatte, zog er weiter. Er verließ Galiläa und kam in das Gebiet von Judäa und das Ostjordanland. Die Menschen kamen in Scharen zu ihm, und er heilte sie. Dann kamen einige Pharisäer und wollten ihm eine Falle stellen. Sie fragten: Darf ein Mann aus jedem beliebigen Grund seine Frau aus der Ehe entlassen? Habt ihr nie gelesen, erwiderte Jesus, dass Gott die Menschen von Anfang an als Mann und Frau geschaffen hat? Und dass er dann sagte: Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und sich an seine Frau binden, und die zwei werden eine Einheit sein? Sie sind also nicht mehr zwei, sondern eine Einheit. Und was Gott zusammengefügt hat, sollen Menschen nicht scheiden. Warum hat Mose dann aber gesagt, entgegneten sie, dass man der Frau einen Scheidebrief ausstellen soll, bevor man sie wegschickt? Jesus erwiderte: Nur weil ihr so harte Herzen habt, hat Mose euch erlaubt, eure Frauen wegzuschicken. Am Anfang war es jedoch nicht so. Doch ich sage euch, wer sich von seiner Frau trennt und eine andere heiratet, es sei denn, sie wäre ihm untreu geworden, begeht Ehebruch. Auch wer eine Geschiedene heiratet, begeht Ehebruch. Da sagten die Jünger: Dann wäre es ja besser, gar nicht zu heiraten. Jesus erwiderte: Das ist etwas, was nicht alle fassen können, sondern nur die, denen es von Gott gegeben ist. Manche sind nämlich von Geburt an unfähig zur Ehe, andere sind es durch einen späteren Eingriff geworden, und wieder andere verzichten von sich aus auf die Ehe, weil sie ganz für das Reich da sein wollen, das der Himmel regiert. Wer es fassen kann, der fasse es. Danach wurden Kinder zu Jesus gebracht, damit er ihnen die Hände auflege und für sie bete. Doch die Jünger wiesen sie unfreundlich ab. Aber Jesus sagte: Lasst doch die Kinder zu mir kommen und hindert sie nicht daran. Das Reich, das der Himmel regiert, ist ja gerade für solche wie sie bestimmt. Und er legte den Kindern die Hände auf. Dann zog er weiter. Da kam ein Mann zu ihm und fragte: Rabbi, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu bekommen? Was fragst du mich nach dem Guten? Entgegnete Jesus. Gut ist nur einer. Doch wenn du das Leben bekommen willst, dann halte die Gebote. Welche denn? Fragte der Mann. Jesus antwortete: Du sollst nicht morden, nicht die Ehe brechen, nicht stehlen und keine Falschaussagen machen. Ehre deinen Vater und deine Mutter und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Der junge Mann erwiderte: Das alles habe ich befolgt. Was fehlt mir noch? Wenn du vollkommen sein willst, sagte Jesus zu ihm, dann geh und verkaufe alles, was du hast, und gib den Erlös den Armen. Du wirst dann einen Schatz im Himmel haben. Und komm, folge mir nach. Als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Da sagte Jesus zu seinen Jüngern: Ich versichere euch, für einen Reichen ist es schwer, in das Reich hineinzukommen, das der Himmel regiert. Ich sage es noch einmal: Eher kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher in Gottes Reich. Als die Jünger das hörten, gerieten sie völlig außer sich und fragten: Wer kann dann überhaupt gerettet werden? Jesus blickte sie an
und sagte: Für Menschen ist das unmöglich, nicht aber für Gott. Für Gott ist alles möglich. Da erklärte Petrus: Du weißt, wir haben alles verlassen und sind dir gefolgt. Was werden wir dafür bekommen? Ich versichere euch, erwiderte Jesus, wenn der Menschensohn in der kommenden Welt auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzt, werdet auch ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auf 12 Thronen sitzen, um die 12 Stämme Israels zu richten. Und jeder, der meinetwegen Haus, Brüder, Schwestern, Vater, Mutter, Kinder oder Äcker verlassen hat, bekommt es 100-fach zurück und wird das ewige Leben erhalten. Aber viele, die jetzt die Großen sind, werden dann die Geringsten sein, und die jetzt die Letzten sind, werden dann die Ersten sein.